Gerechtigkeit ist kein, es ist nicht ein Ding. Es ist nicht etwas, das wir in die Hände halten können. Es ist etwas, danach wir streben müssen. Mhm. Also, und es kann sich ändern. Also als ich ein Kind war, habe ich die Tora durchgelesen. Habe ich die Talmud durchgelesen. Meine Familie hat also war tief mit die Synagoge engagiert. Und wenn man dort sitzt, hat man nichts anderes zu tun, als entweder der Rabbiner zuzuhören und, oder die Bücher zu lesen und da also lieber die Bücher lesen. Und also ich habe nicht an alles geglaubt, aber ich habe ein bisschen verinnerlicht von diesen Geschichten. Aber viel mehr als diese Sachen war mir The X-Men und Captain America, also Marvel Comics, war als Kind absolut meine Religion. Ich bin ethnically Jewish, but religiously marvelous. Also die Marvel Comics war wirklich für mich. Und die sind auch gegründet und geschrieben von jüdischen Flüchtlingen oder die Kinder von Flüchtlingen. Also das ist eine sehr jüdische Geschichte in die Zeiten, die geschrieben waren. Und die waren auch also über Gerechtigkeit, über die Streben nach einer besseren Welt für die, die anders sind oder für die, die Macht haben, die Welt zu verbessern. Es war eine Pflicht, dass diese Leute das macht. Und später habe ich mich philosophisch auseinandergesetzt. Also ich habe Philosophie auch studiert und suchte etwas, das man festhalten kann, das Gerechtigkeit, sich Gerechtigkeit nennt. Gibt es nicht. Aber was ich denken kann, ist, wie viele verschwendete Potenzial gibt es in der Welt wegen Verbrechen? Ja? Wie viel mehr hätte meine Familie schaffen können, wenn wir dieser Verbrechen nicht so ausgesetzt waren? Ja? Wie viel mehr hätte alle diese geflüchtete Kinder, mit denen ich gearbeitet habe, wie viel mehr hätte ihre Familien schaffen können? Wie weiter hätte sie kommen können, wenn alles nicht gegangen ist, wie es gegangen ist? Also, und wenn ich an meine Familie denke, ich will das Beste für sie. Und ich weiß, dass jeder Vater will das Beste für seine Kinder. Ich will, dass jede Mutter will das Beste für ihre Kinder. Und ich finde, Gerechtigkeit ist das Streben nach einer Welt, in welche wir alle das Beste für unsere Familie haben können, das Beste für unsere Gesellschaft haben können. Und es ändert sich immer, aber es ist etwas, danach wir streben müssen. Und ich ende hier diese lange Rant, also mit etwas aus der Talmud, das gemeinste Zitat aus der jüdischen Schriften, finde ich, das mir wirklich geprägt hat, wenn ich es, ja. Es ist auch Pirkei Avot, also die Sprüche des Väters. Du bist zwar nicht verpflichtet, die Arbeit zu vollenden, aber es steht dir auch nicht frei, sie zu lassen. Mhm. Ja? Du musst immer noch streben. Also das ist einfach ein ewiges Streben nach einer besseren Welt. Und das ist unsere aller Pflicht. Und das für mich ist das Nächste, an was Gerechtigkeit bedeuten konnte.